ein optimales Resultat, was ich mir hier auch erwünscht habe. Denn einen 10. Sieg, den es noch nie gegeben hat, in einem Jahr auf einer Strecke zu erreichen, die mir sehr viel bedeutet, auf der ich schon sehr viel erreicht habe und wo ich mich einfach zu Hause fühle. Ich bezeichne es immer wieder als mein Wohnzimmer und ich denke mal, das Sofa war heute sehr bequem für mich und es hat mir sicherlich sehr viel gemacht. Einfach die Freude am Fahren, das war heute das, was für mich hervorkam und wo ich wo ich mich einfach ausgetobt habe. Und insofern bin ich natürlich froh, dass das hier so ein schönes Wochenende gewesen ist, dass ich meine erste Pole Position erreicht habe und praktisch jetzt auf den 10. Sieg einfahren konnte, Rubens dann damit Zweiter ist. Und was die Gesamtsituation angeht, wir damit natürlich sehr zufrieden sind. Danke. Michael, thank you. Rubens. Depois de todos os pequenos problemas do fim de semana, de acerto de carro, acho que foi um bom resultado, uma segunda posição depois de uma boa largada. Nunca consegui chegar à performance que o Michael tinha hoje, ele está sempre muito mais rápido. Nós tínhamos pneus diferentes, mas essa foi a minha escolha, então de uma certa forma eu tenho que ficar muito contente porque são pontos a mais e para o campeonato é importante. Thank you, Rubens. Juan Pablo. La verdad estoy muy contento, fue un fin de semana bastante difícil, ayer tuve mucha mala suerte en clasificación, en los últimos dos runs tuve tráfico y me costó pues mucho. Hoy tuvimos una buena largada y, mejor dicho, estuvimos de buenos que Kimi cometió un error creo en la segunda vuelta, y nos ayudó a coger el tercer puesto y de ahí para adelante yo creo que la estrategia y todo funcionó muy bien con el equipo y tomar, ¿me entiendes? Seguir sumando puntos es muy importante. Thank you very much.
Baeté. Forte. Um beijo pra Baeté. Eu mando um beijo pra Baeté. Baeté, Minas Gerais. Nossa, o Brasil é bom.